Ausstrahlung ist mehr als nur Lächeln. So heißt einer meiner Blogartikel. Doch was genau ist Ausstrahlung überhaupt? Und kann das jeder lernen? Ihr kennt es doch auch, diese Tänze, die wirklich super sind. Tolle Schrittideen, tolle Choreografie, aber keine Ausstrahlung, Langeweile im Gesicht. Genauso die Mariechen, sie fliegen über die Bühne, machen spektakuläre Drehungen, Überschläge, aber da passiert nichts. Der Funke springt einfach nicht über. Dieser magische Moment, wo das Publikum davor sitzt und sagt, wow, was war das denn um Himmels Willen, kommt einfach nicht. Das nennt sich Ausstrahlung. Und wie ihr Ausstrahlung lernen könnt, damit auch euer Tanz das nächste Mal das Publikum mitreißt, darum dreht sich dieses Video. Die Ausstrahlung. Ja, Ausstrahlung. Es ist so ein großer Begriff, aber es ist total schwer zu greifen. Was ist Ausstrahlung eigentlich? Ich versuche es euch einmal zu erklären. Das Wichtigste, was ihr verstehen müsst, Ausstrahlung kommt von innen heraus. Ja, es steckt zwar das Wort außen mit drin, aber damit es nach außen kommt, müsst ihr das von innen fühlen. Ja, also Ausstrahlung hat ganz viel mit eurem Innenleben zu tun. Ihr müsst euch darüber im Klaren sein, welche Emotionen ihr empfindet, ja, bei der Musik, bei dem Tanz, und diese Emotionen nach außen zu eurem Publikum transportieren. Das hat ganz, ganz viel damit zu tun, wie selbstbewusst ihr auch seid. Ja? Also ein Selbstbewusstsein, ein starkes, kräftiges Selbstbewusstsein hilft euch dabei, eine tolle Ausstrahlung und Bühnenpräsenz zu entwickeln. Selbstbewusstsein kommt natürlich auch mit dem Alter, natürlich. Aber auch viele Kinder sind selbstbewusst, einfach unbewusst selbstbewusst, weil sie sich keine Gedanken machen darüber, wie sie aussehen oder was andere über sie denken können. Das kommt erst, wenn wir ja so in die Pubertät reinkommen, dass wir uns viel zu viel Gedanken machen, was denken die anderen über uns, wie könnten sie das interpretieren, mögen sie mich, wenn ich mich so bewege, oh mein Gott, sehe ich dann hässlich aus. Das sind alles Gedanken, die wir haben und die uns natürlich in unserem Selbstbewusstsein einschränken können. Das heißt, das Wichtigste für eine gute Bühnenausstrahlung ist erstmal, dass ihr im Reinen mit euch selber seid. Dass ihr wisst, okay, ich habe das Recht dazu, zu tun und zu lassen, was ich möchte. Ich kann mich bewegen, wie ich will. Ich kann Gesichtsausdrücke machen, wie ich will. Ich darf hässlich aussehen. Es ist völlig egal. Denn es sind meine Gefühle und meine Emotionen. Das heißt, ihr müsst wissen, was ihr mit diesem Lied, dieser Musik verbindet und das nach außen zu eurem Publikum transportieren. Das ist gar nicht so einfach, weil wir wollen oftmals unsere Gefühle nicht zeigen. Das ist einfach ein Selbstschutz, weil wenn jemand weiß, wie wir uns gerade fühlen, dann machen wir uns angreifbar eventuell. Dann kann er dieses Gefühl, was wir aktuell haben und verspüren, gegen uns nutzen. Deswegen ist es ja verständlich schwierig, Gefühle nach außen zu transportieren. Aber für eine tolle Ausstrahlung und Bühnenpräsenz absolut notwendig. Ausstrahlung ist auch nicht nur das, was in deinem Gesicht passiert. Vielmehr ist dein kompletter Körper, deine komplette Haltung eine Ausstrahlung, ja? Wenn du dich fröhlich fühlst, dann ja, bist du groß, dann bist du happy, dann bewegst du dich, dann lächelst du, dann strahlen deine Augen. Wenn du dich traurig fühlst, dann bist du eher klein, zurückgezogen, ja? Das alles spielt mit rein. Es spielt sich nicht nur in deinem Gesicht ab. Und ganz viel Ausstrahlung kommt auch über Bewegung. Das heißt, wenn du einen starren Ausdruck hast, ja? Dann kann das vielleicht für einen bestimmten Teil des Tanzes super passen. Aber wenn du etwas darstellen, verkörpern sollst, Gefühle, Emotionen zeigen sollst, dann kommt es auch ganz viel auf die Bewegung deiner Gesichtszüge, deiner Gestik an. Also, ich fasse nochmal zusammen. Eine Ausstrahlung hat ganz, ganz viel mit dir selbst zu tun, denn sie kommt von innen. Um eine tolle Ausstrahlung auf der Bühne zu haben, sei mit dir im Reinen, sei selbstbewusst, dass du das kannst. Und dass du auf der Bühne bist, um gesehen zu werden. Schau, welche Emotionen und Gefühle du mit dem Tanz verbindest und versuch genau diese Emotionen in alle Schritte, in alle Bewegungen und dein Gesicht zu legen, um sie an dein Publikum zu transportieren. Meine Top-Tipps für eine bessere Bühnenpräsenz. Tipp Nummer 1. Aufrechte Haltung. Was kannst du tun, um auf der Bühne gesehen zu werden? Stellen wir uns mal vor, ihr seid eine Gruppe von 30 Leuten und du möchtest, dass alle Augen auf dich gerichtet sind.
dann fängst du am besten mit einer aufrechten Haltung an. Schultern zurück, Bauch angespannt, Brust raus, Kopf hoch, hier bin ich. Guckt auf mich, denn die Haltung ist schon mal das erste Statement, was du setzen kannst. Wenn du dich klein machst oder ja weich im Grunde unsicher bist, dann wirst du eher untergehen in der Masse. Wenn du aber sagst, hey, hier bin ich, guckt alle auf mich, dann wirst du auch gesehen. Blickkontakt. Ein weiterer wichtiger Punkt für die Ausstrahlung und Bühnenpräsenz ist der Blickkontakt zu deinem Publikum. Natürlich kannst du nicht allen 500 Leuten, die dort sitzen, direkt in die Augen gucken. Das funktioniert ja nicht. Aber es ist ein Unterschied und das Publikum spürt es auch, ob du direkt reinguckst oder ob du drüber guckst, zum Beispiel auf die Uhr, die da an der Wand hängt, ja? Wenn du direkt ins Publikum guckst und hin und wieder mal wirklich Blicke auffängst vom Publikum oder auch den Juroren, ja, gezielt wirklich mal in die Augen guckst und deinen Ausdruck zeigst, das hat viel, viel mehr Wirkung, als wenn du einfach gerade über die Masse drüber guckst. Deswegen versuche Blickkontakt zu halten und die Blicke deines Publikums einzufangen. Nutze den gesamten Körper. Wie bereits vorhin erzählt, Ausstrahlung ist nicht nur das, was in deinem Gesicht abgeht. Nein, dein kompletter Körper, deine kompletten Bewegungen sind eine Ausstrahlung und du kannst mit deinem kompletten Körper die Schritte so verkörpern, wie du sie fühlst. Vor allem im Showtanz natürlich. Im Marschtanz weiß ich, da funktioniert das nicht, weil da geht es wirklich um Exaktheit, um akkurat, synchron. Aber im Showtanz geht es ja darum, Schauspiel, Emotionen herüberzubringen. Und das machst du nicht nur mit deinem Gesicht, sondern auch mit deinem ganzen Körper. Das heißt, jeder einzelne Muskel, jedes einzelne Gelenk, was du hast, ja, bewegt sich zu der Emotion, die du fühlst. Und sorg so dafür, dass deine Ausstrahlung noch besser wird. Bewegung im Gesicht. Ja, den ganzen Körper hatten wir gerade, jetzt kommen wir zum Gesicht. Wenn du einfach nur starr vor dich hin lächelst, dann ist das vielleicht schön anzusehen, aber der Funke springt nicht über. Versuch vielmehr, dein Gesicht zu bewegen. Das heißt, zu dem jeweiligen Thema, was du gerade hast. Wenn du beispielsweise wirklich einen fröhlichen Teil hast, dann kannst du lächeln, dann kannst du mal den Mund aufreißen, die Augen mal aufreißen. Also versuchen hier ein bisschen Movement reinzubringen in deine Muskeln, die du im Gesicht hast. Das kannst du auch super zum Beispiel vom Spiegel trainieren. Oder wenn du böse bist, dann Kopf runter, Augenbrauen zusammen. Ja, also einfach ein bisschen mehr Bewegung, mehr Face Action, sage ich mal. Das sorgt auch schon dafür, dass du die Blicke des Publikums auf dich ziehst. Die passende Stimmung. Um reinzukommen in das ganze Thema Ausstrahlung, ist es natürlich notwendig, erstmal die Stimmung des Liedes aufzufangen. Vor allem für Kinder und Jugendliche ist das noch eine große Herausforderung. Das heißt, da macht es wirklich Sinn, dass ihr euch das Musikstück einmal anhört, genau anhört, dass ihr darüber redet. Was empfindet ihr dabei? Was wollt ihr ausdrücken? Beispielsweise, einfaches Beispiel, wir vertanzen Jahreszeiten, okay? Wir haben den Frühling. Wie fühlt ihr euch im Frühling? Ja, was passiert da? Es fängt alles an zu blühen. Es wird endlich wieder wärmer, die Sonne kommt raus, man ist glücklicher, es ist heller den Tag über, ja? Diese ganzen Gefühle, die man mit dem Thema verbindet, die einmal ja wirklich sich bewusst zu machen, vielleicht sogar aufzuschreiben, dazu eine Collage oder sonstiges zu erstellen und sich das aufzuhängen, sodass man immer wieder weiß, okay, das ist das Thema und darum geht's. Und dieses Gefühl möchte ich in mir erzeugen. Drei Übungen für mehr Ausstrahlung. Spiegelbild. Bei der Spiegelbildübung stellt ihr euch als Trainer vor eure Gruppe und macht eine Bewegung, eine Emotion vor. Und eure Gruppe soll die möglichst exakt versuchen, also wie euer Spiegelbild nachzumachen. Das hat den Vorteil, dass ihr als Trainer natürlich erstmal genau steuern könnt, worauf kommt es euch an, was ist für euch wichtig. Ihr könnt die Übung im späteren Verlauf dann auch in Partnerarbeit machen, das heißt, ihr teilt immer zwei Partner zu. Einer zieht zum Beispiel eine Emotion, ein Gefühl und verkörpert diese und der andere muss sie langsam nachmachen, also im Grunde wie eine Art Pantomime. So lernt ihr euch in den anderen hineinzuversetzen und auch ein bisschen die Scheu zu verlieren, es vor der Gruppe zu zeigen. Gefühle raten. Das Spiel haben wir tatsächlich bei unseren Junioren schon mal gespielt und ich fand, das war echt cool. Also wir haben zwei Gruppen eingeteilt. Die eine Gruppe durfte ein Zettelchen ziehen und zwar eine Emotion. Die andere Gruppe musste sich umdrehen und die Augen zuhalten, sodass sie nichts mitbekommt.
So, die Gruppe, die jetzt diese Emotion, das Gefühl gezogen hat, hatte jetzt eine Minute Zeit, sich zu überlegen, okay, wie möchte ich die Emotion in einem Standbild verkörpern? Beispielsweise nehmen wir an, wir haben die Emotion wütend, ja, böse, aggressiv. Dann könnte ich mich zum Beispiel so hinstellen oder so hinstellen, ja. Das heißt, das ganze Team musste sich das überlegen, jeder auch eine andere Pose einnehmen. Und dann, als sie ihre Position hatten, hat sich das gegnerische Team umgedreht und musste das Gefühl erraten. Das heißt, es war wichtig für die Gruppe, die es verkörpert, das so gut zu machen, dass sie das auch erraten können. Insgesamt ist es natürlich ein Teamspiel, das heißt, für jede erratene Emotion gibt es dann einen Punkt fürs Team. Danach wurde getauscht, das heißt, das andere Team hat dann eine Emotion verkörpert und das gegnerische Team musste ran. Satz im Kreis. Dieses Spiel habe ich aus dem Buch von der Nicole Vogel, Sportpsychologisches Training im Garde- und Schultern-Sport, und das finde ich auch sehr, sehr interessant. Ihr stellt oder setzt euch, am besten stellt ihr euch in einen Kreis auf und ihr gebt einen ganz simplen Satz vor. Zum Beispiel, ich gehe heute ins Schwimmbad. Jetzt muss das erste Mädchen diesen Satz zum zweiten Mädchen sagen und ihr gebt dazu eine Emotion vor. Das heißt beispielsweise, du sagst diesen Satz jetzt verliebt. Das heißt, das Mädchen dreht sich zum nächsten Mädchen und sagt, ich gehe heute ins Schwimmbad. So, und das nächste Mädchen muss den Satz dann wieder weitergeben mit einer neuen Emotion. Das heißt, ihr braucht genug Emotionen für alle oder ihr nutzt manche Emotionen auch mehrfach. So dass die Mädchen lernen, oder die Jungs natürlich, also eure Tänzerinnen und Tänzer, wie sie etwas emotional rüberbringen, in welche Stimmung sie sich dadurch versetzen und so da ja für ihre Ausstrahlung einen ganz, ganz großen Teil lernen, nämlich wie man Emotionen rüberbringt. Ja, jetzt habt ihr schon ganz, ganz viele Tipps, Tricks, Hinweise bekommen zum Thema Ausstrahlung und Bühnenpräsenz. Was könnt ihr jetzt konkret tun, wenn ihr daran selber zu Hause noch üben wollt? Schnappt euch einen Spiegel und eure Musik und vielleicht Zettel und Stift. Und versetzt euch einmal hinein in die Musik eures Tanzes. Schreibt euch auf, was euch dazu auffällt. Hört in euch rein, macht die Augen zu. Was fühlt ihr bei dieser Musik? Und danach nehmt euch einen Spiegel, stellt euch mal davor und versucht, während die Musik läuft, das zu verkörpern. Ja, ihr müsst ja noch keine großen Schritte tanzen. Ihr könnt euch einfach bewegen, so wie ihr die Musik gerade fühlt. Und so Schritt für Schritt den Scheu und die Hemmung ablegen, diese Emotionen und Ausstrahlung auch vor der Gruppe und später vor eurem Publikum zu zeigen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich über ein Abo von euch und natürlich auch ein Like bei Facebook und Instagram. Und wenn ihr noch weitere Tipps für Ausstrahlung und Bühnenpräsenz habt, dann freue ich mich über euren Beitrag unten in den Kommentaren.